Was war dein aufregendstes Sexerlebnis? Ich hatte mal einen Hoden, war so groß wie eine Wassermelone. Hallo. Ich war bei keiner Staffel. Ich bin eine Wildcard. Dann hätte ich auch eine Wunschliste aufgeben können. Ich möchte jetzt gerne, dass ihr Zac Efron hier reinbringt. Okay. Hallo? Nehm ich. Hallo. Die Wildcard heißt nicht umsonst Wildcard. Es ist ziemlich wild, was hier jetzt mittlerweile abgeht. Party on! Wir haben schon wieder richtig Gas gegeben und alles ist delicious. Für das erste Date waren unsere Berührungen zu viel eigentlich. Sie ist sehr dehnbar. Ich flieg mit dir hoch, arabische Nacht. Bist du Paradies, bist du Jasmin, dann ist Mika jetzt dein Aladdin. Du bist halt einfach selber schuld, wenn du mit mir schläfst, Bruder. Kann ich mir vorstellen, dass es ein Fuckboy ist. Die Situation mit Serkan verstehe ich jetzt gar nicht. Frauen, die haben alle die gleichen Knacks in der Birne. Kann mir jemand so eine Kartoffel auf die Gabel stecken? Er guckt mir ja nicht mal in die Augen. Und ganz ehrlich, dann habe ich auch keinen Bock da drauf. Aber vielleicht stürzt mich doch irgendwie, dass schon zwei Kinder da sind. Maurice ist für mich einfach ein Schauspieler. Auf jeden Fall spielt Carina gerade ein Spielchen. Aber warum mischst du dich ein? Wenn ich die Scheiße finde, sage ich, dass ich die Scheiße finde. Der heutige Abend war eine Katastrophe. Brauchst du weinen? Ich habe ja schon gemerkt, dass du ja auch Interesse hast. Auch Interesse hast? Schlaf doch auch noch mit Chanel und dann entscheidest du, wer besser macht. Also du hast auch noch gelogen. Ja. Wow. Wir waren zusammen duschen. Und es war nass.